Die zwei Seiten einer Balkenwaage sind austariert. Auf der linken Seite der Waage liegt ein normales Gewichtsstück auf, an der rechten Seite ist ein Aufbau mit einem Metallröhrchen befestigt. An verschiedenen Positionen entlang des Röhrchens kann ein kleines Gewichtsstück gehängt werden. Das kleine Gewichtsstück wird an der ersten Position angehängt und die Waage ist im Gleichgewicht. Nun wird das kleine Gewichtsstück weiter außen angehängt, was zur Folge hat, dass sich das Röhrchen stärker durchbiegt. Jedoch der Gleichgewichtszustand der Waage bleibt bestehen. Es ist egal, wie weit außen das Gewichtsstück angehängt wird und wie stark sich das Röhrchen durchbiegt. Die Balkenwaage bleibt im Gleichgewicht.